Hallo Freunde der Klemmbausteine, man nennt mich Vicky und dieses schöne Stückchen hier habe ich euch ja vor 2 Wochen schon vorgestellt. Wir haben draußen den Test gemacht und ich war so ein bisschen unzufrieden. Ein bisschen sehr. Nochmal kurz die Daten. Das Set hat die Nummer 18010 und ist von Mulking. Bezeichnung Explorer Polar Region. Wie dem auch sei, ist wurscht. Habe ich euch schon vorgestellt, irrelevant. Ich hatte hier die Hyperspeed-Motoren eingebaut, die Black Furies, die ich bei Tims Klemmbausteinladen in Hannover gekauft habe. Und ich blende es euch nochmal kurz ein. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es nicht wirklich berauschend gewesen. Es ging irgendwie gar nichts voran. Das Ding hier auf dem Tisch, klar, Geschwindigkeit, aber im Gelände ging gar nichts. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Es hat einfach irgendwo an mir genagt. Ich habe wieder die regulären Motoren eingebaut und wollte das Ganze nochmal draußen testen. Schauen wir es uns an. Thank you.
Ja, wie ihr gesehen habt, geht dann doch ein bisschen was. Die Geschwindigkeit, klar, ist nicht die Welt, aber er fährt auf Rasen, er fährt auf Sand, ja, auf Pflastersteinen. Er fährt zumindest im Video mit den Vorderketten so halb ich nenne es jetzt mal Böschung, also diese leichte Schräge hoch mit dem Kantenstein, der ungefähr so die Höhe hat. Ich hatte vorab schon mal einen Test gemacht, da ist er ganz hoch gefahren. Warum er es jetzt diesmal nicht gemacht hat, keine Ahnung. Wobei mir während des Videos, das hat man jetzt nicht gesehen, hier dieses Teil abgefallen ist und dadurch diese ganzen Ketten abgefallen sind. Ich hatte die dann hier, sieht man es, da, in das obere Loch erst reingemacht, wodurch dann die Kettenspannung wahrscheinlich noch weniger war. Aber das war eigentlich irrelevant für diesen Test. Aber ja, es ist dann doch, ich will nicht sagen, zufriedenstellend, befriedigend auch nicht, akzeptabel. Na, er fährt im Gelände, es macht auch Spaß damit zu fahren, aber die Geschwindigkeit fehlt natürlich noch. Es gibt noch ein Video von einer Steinchenwerkstatt, die haben das Ganze umgebaut. Die haben die Ketten abgenommen und haben Räder, Offroad-Räder dran gebaut. Klar, der ging ab wie sonst was dann. Aber ich finde, Ziel verfehlt. Ich habe mir das Ding geholt, weil es ein Kettenfahrzeug ist. Gerade deswegen. Räder machen da keinen Sinn. Ja, für mich steht jetzt auf jeden Fall fest, die Hyperspeed-Motoren bringen Geschwindigkeit, klar, aber kein Drehmoment. Während diese Motoren hier dann doch eher mehr Drehmoment bringen, aber keine Geschwindigkeit. Das ist im Prinzip wie früher, wenn man seine Mofa oder so frisiert hat. Anderes Ritzel drauf, ist das Ding schneller geworden, hat aber nicht mehr so viel Kraft gehabt. Ja, was ist eure Meinung dazu? Haut es mir mal unten in die Kommentare rein, würde mich freuen. Ansonsten Anregungen, Kritik auch immer gerne unten rein. Und lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Und ja, was war es jetzt eigentlich zu dem hier? Wie wird es weitergehen in Zukunft? Ich habe mir ein paar Sets rausgesucht, da warte ich allerdings noch auf Preise. Die haben dann natürlich auch noch eine gewisse Lieferzeit. Und ansonsten habe ich hier zwei Modelle auf jeden Fall noch fertig, die ich euch zeigen will. Da warte ich allerdings auch bei dem einen Set, das ist mir so ein bisschen zu kahl, noch auf eine kleine Lieferung aus China. Habe heute aber auch schon die Mitteilung gekriegt, dass die Teile durch den Zoll durch sind. Sollten also die nächsten Tage eintrudeln. Und ja, dann war ich gestern im Lego Store in Hannover. Habe mir da noch was Schönes geholt. Habe tatsächlich auch noch das GWP, dieses Forest Man gekriegt. Sehr lustige Geschichte. Was ist jetzt mit dem Licht los? Sehr lustige Geschichte. Ich bin gerade aus dem Laden raus. Da quatscht mich einer an, ob ich ihm das Set verkaufen wollen würde. Er hat mir 30 Euro geboten. Ich habe dankend abgelehnt. Zu Hause habe ich mal kurz bei eBay reingeguckt. Einfach nur spaßeshalber. Ich habe nicht vor, mich davon zu trennen. Aber das Teil liegt da jetzt schon. Unverschämterweise geht das so ungefähr bei 40 Euro los. Mal schauen, wo es hingeht. Ja, ansonsten war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Tschüss.